große Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz in der vollbesetzten Rhein-Mosel-Halle. Über 1500 Gäste feierten ihre 632 Handwerksmeister des Jahrgangs 2013. Abwechslungsreich, unterhaltsam und kurzweilig präsentierte sich die Feier anlässlich der Meisterbriefvergabe. Zusammen mit ihren Familien, Freunden und zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft feierten 115 Handwerksmeisterinnen und 517 Handwerksmeister diesen besonderen Tag. Die Reden von HWK-Präsident Werner Wittlich und Ministerpräsidentin Malu Dreyer standen ganz im Zeichen der Leistungen und Perspektiven, die sich mit dem Meisterbrief verbinden. Mit viel Energie, zeitlichem und finanziellem Aufwand hat sich die jüngste Meistergeneration ihren Titel erarbeitet, den es nun zu Recht und ausführlich zu feiern galt. Kritische Töne äußerte Werner Wittlich mit Blick auf die Reglementierungswut der Europäischen Union, die sich einer Überprüfung bestehender deutscher Berufsreglementierungen widmet. Insbesondere unter dem Vorwand unverhältnismäßiger Regelungen auf nationaler Ebene. In der Folge, so Wittlich, bedeutet das eine Schwächung des Meisterbriefes mit weitreichenden Konsequenzen für die deutsche Wirtschaftskraft. Man kann fast den Eindruck gewinnen, der Angriff auf den deutschen Meisterbrief ist auch ein Versuch der EU-Kommission, der deutschen Wirtschaft das Rückgrat zu brechen, damit es auf einem niedrigeren Niveau allen gleich schlecht geht. Und das kann es ja nicht sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Festrednerin sprach den frischgebackenen Handwerksmeistern nicht nur ihre Glückwünsche aus, sondern stellte auch die Bedeutung des Handwerks und seiner jüngsten Meistergeneration für Rheinland-Pfalz heraus. Für das Land ist das Handwerk unverzichtbar mit Blick auf nachhaltiges Wachstum, gute Beschäftigung und regionale Wertschöpfung, so die Landeschefin, die herzlich gratulierte. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber Sie haben es geschafft. Und Sie haben es sich tatsächlich bedient, diese intensive Zeit, die Sie genutzt haben des Lernens, dass Sie heute auch für Ihren Fleiß und für Ihre Tüchtigkeit letztendlich belohnt werden. Ich gratuliere Ihnen dazu aus ganzem Herzen. Die Meisterfeier, durch die die Moderatoren Dr. Gernot und Wolfram Bohnenberger aus Reutlingen auf unterhaltsame und humorvolle Art führten, wurde durch die Big Band des Heeresmusikkorps Koblenz gemeinsam mit Sängerin Claudia Breuer unter Leitung von Dirigent Stabsfeldwebel Christopher Buchheim musikalisch umrahmt. Dabei standen mit den Brüdern Bohnenberger auch zwei Meister auf der Bühne, die nicht nur mit dem Mikrofon gekonnt umgingen, sondern auch Animation und Magie meisterhaft in Szene setzten. Dann kam der große Augenblick. Die Überreichung von 632 Meisterbriefen. Auf der Bühne durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, HWK-Präsident Werner Wittlich und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden, im Saal durch die Mitglieder der Prüfungsausschüsse. Dabei fanden Dreyer, Wittlich und Baden persönliche und anerkennende Worte und nahmen sich viel Zeit für die Besten der Besten, darunter 7 Frauen. Mit ihren Leistungen haben die Handwerksmeisterinnen besonders markante Spuren im Meisterjahr 2013 hinterlassen. Denn noch nie wurden so viele Frauen mit dem Meisterbrief ausgezeichnet. Noch nie in der 114-jährigen Geschichte der Handwerkskammer Koblenz konnten Frauen so viele beste Prüfungsergebnisse einfahren. Ein guter Grund, einige der besten Absolventinnen in einem Kurzfilm vorzustellen. Denn auch im Straßenbauerhandwerk wie in der Elektrotechnik standen Frauen ganz oben auf dem meisterlichen Siegerpodest. Melanie Herrschinger, 25-jährige Straßenbauermeisterin aus Wiesenbach in Baden-Württemberg. Schon als Kind fühlte sie sich in der Welt der Bagger, Radlader und Verdichtungsmaschinen pudelwohl und hat die berufliche Tradition von Großvater und Vater fortgesetzt.
Eine Nummer zu groß waren die Fußstapfen der Vorfahren nicht. Und Melanie hat ihre Ausbildung und Meisterprüfung mit Bravour bestanden und nimmt den Meisterbrief als jahrgangsbeste Straßenbauermeisterin entgegen. Erinnerungen an die erste Unterrichtseinheit der Meistervorbereitung bei der HWK Koblenz. Wir waren 19 Leute in der Klasse und am Anfang waren sie ein bisschen schockiert, als sie das erste Mal ins Klassenzimmer reinkamen und ich saß da schon drin. Aber im Nachhinein waren die alle sehr nett und wir sind alle gut miteinander klargekommen. Die Entscheidung, aus dem Badischen kommend die Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz anzutreten, fiel aus ganz praktischen Überlegungen. In Koblenz fand Melanie Herrschinger ideale Voraussetzungen und einen auf ihre Ansprüche passgenau zugeschnittenen Meisterkurs, den sie schließlich als Beste beendete. Ich habe halt gelernt und versucht, mein Bestes zu geben, aber ich bin jetzt nicht damit reingegangen und sagen, ich will unbedingt den besten Abschluss haben. In der beruflichen Familientradition tritt nun mit Melanie die dritte Generation im Straßenbauerhandwerk an. Ganz im Sinne der Vorfahren. Mein Vater macht Spaß, der arbeitet auch in derselben Firma wie ich, wir arbeiten zusammen oft. Das ist immer schön. Mein Opa ist schon gestorben, schon vor meiner Geburt, also der hat es nicht mitbekommen. Aber sage ich mal, so wie meine Oma immer erzählt, die denkt schon, dass er stolz auf mich wäre. Eine junge, attraktive Frau vom Bau, wo hin und wieder die direkte Sprache gelebt wird und rhetorisch gepflegte Ausdrucksweisen im Lärm der Baumaschinen schon mal untergehen können. Auch in Gegenwart der 25-Jährigen. Und gehört es zum Berufsethos, wenn Frau einer männlichen Ausnahmeerscheinung in Sichtweite der Baugrube hinterherpfeift? Für die männlichen Kollegen ist es öfters der Fall. Also die nehmen auch nicht Rücksicht, weil ich jetzt unbedingt dabei bin. Aber ich habe noch keinen hinterher gepfiffen. Nee. Handwerksmeisterin Herrschinger weiß also, was sie will und wo sie hin will. Im Unternehmen fühlt sie sich als Angestellte wohl und möchte ihre Karriere hier fortsetzen. Eigentlich will ich da, wo ich im Moment arbeite in der Firma, auch bleiben. Ich bin da schon als Bauleiter mit dabei und kriege immer mehr Verantwortung übertragen und das macht mir auch Spaß und das will ich auch weiterhin machen. Linda Groß, 27-jährige Elektrotechnikermeisterin aus Hachenburg, ist Jahrgangsbeste unter 37 Absolventen. Für die Westerwälderin stand früh fest, dieses Handwerk soll es sein. Ich wollte gerne einen praktischen Beruf erlernen, also ich wollte nicht ins Büro. Und ja, ich habe mich immer schon für Elektrik interessiert. Wo kommt der Strom her? Wie funktionieren Geräte? Was passiert, wenn ich einen Stecker in die Steckdose stecke? Und deshalb habe ich mich für den Elektriker entschieden. Eine Tätigkeit jenseits von Schreibtisch und Büro. Das war ihr Traum und der ist in Erfüllung gegangen. Heute geht es unter freiem Himmel mit der Hubbühne hinauf an Starkstrommasten, an anderen Tagen abwärts zu unterirdisch verlegten Kabeln. Auch wenn zwischendurch, auch wenn es mal regnet, auch wenn es schneit, oft ist es ja auch sehr windig hier im Westerwald, aber es ist trotzdem mein Traumjob. Mit dem Meisterbrief verbinden sich Pläne und Visionen. Das beste Prüfungsergebnis kam dabei nicht von ungefähr, denn... Naja, ich war schon sehr ehrgeizig und habe mir gedacht, komm, du bist das einzige Mädchen hier, jetzt streng dich ein bisschen an und ja, versuche als Beste rauszukommen. Ich wollte im Beruf auch weiterkommen, nicht auf der Stelle stehen, sondern weiterentwickeln, neue Aufgaben, Verantwortung übernehmen. Angst vor 10.000 oder sogar 20.000 Volt kennt die 27-Jährige nicht, die mit ihrer Arbeit spannungsreiche Verbindungen aufbaut. Doch Respekt, sagt sie, gehört dazu. Denn ungefährlich ist die Arbeit mit Starkstrom nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob männliche oder weibliche Hände zugreifen. Ja, also es ist egal. Also die behandeln mich ganz lieb und ganz nett und das sind ganz super Kollegen und die machen keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Die Arbeit muss gemacht werden.
allen Meisterinnen und Meistern einen herzlichen Glückwunsch zu ihrem Meisterbrief, der an einen Jahrgang vergeben wird, der mit seinen weiblichen Spitzenleistungen Geschichte schreibt. Nicht nur im Film machte Linda Groß eine gute Figur, auch auf der Feier selbst strahlte die 27-jährige frischgebackene Handwerksmeisterin Optimismus und Selbstbewusstsein aus und lobte eine gelungene und würdige Meisterfeier. Oh, die Feier war sehr gut. Ich hatte erst gedacht, sie würde ein bisschen langwierig werden, aber sie war richtig gut. Also ich muss sagen, die drei Redner, die haben richtig schöne drei super Reden gehalten und auch die zwei Künstler. Das war richtig spannend, aufregend, lustig, spaßig, toll. Und auch Straßenbauermeisterin Melanie Herschinger, extra für diese Feier aus dem badischen Wiesenbach angereist, war begeistert. Auf jeden Fall hat sich der Weg gelohnt. Das war wirklich schön. Es war viel los, die Zauberer waren wirklich lustig, war ein schöner Abend. Ja, hat mir gut gefallen, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ihren Meisterbrief erhielt sie aus den Händen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich für ein Gespräch mit der Straßenbauermeisterin auf der Bühne viel Zeit nahm. Was die Frage einschließt, worüber Frau sich austauschte. Oh, sie hat mich sehr gelobt und fand es beeindruckend. Eben eine Frau im Straßenbau ist nichts Alltägliches. Und der Film hat ihr sehr gut gefallen. War schon die Anreise zur Meisterfeier von Melanie Herschinger aus Baden-Württemberg außergewöhnlich, so hatte Dobromir Ivanov die längste Anreise aller 632 Jungmeister zurückgelegt. Mehr als 2000 Kilometer liegen zwischen seiner Heimatstadt Sliven in Bulgarien und Koblenz. Also ich komme aus Bulgarien und es war eigentlich ein Zufall, dass ich nach Koblenz gekommen bin. Ich wollte eigentlich am Anfang studieren. Und damals wurde mir klar geworden, dass ich eigentlich besser für das Handwerk geeignet bin, nicht das Studieren. Ja, und dann habe ich angefangen zu suchen, eine Ausbildungsstelle. Und dann, durch den Herrn Seuss, der Kurt Seuss, das ist ein Ausbildungsberater aus der Handwerkskammer Koblenz, ist das zustande gekommen. Ja? Und dann bin ich nach Kunstruck gegangen und da habe ich die Ausbildung gemacht in einem VW- und Audi-Betrieb, auch aus Scherer nennt sich das. Ja, und irgendwann war ich fertig. Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du auch den Meisterbrief machen. So feierte ein internationales Publikum den Meisterbrief und die 632 individuellen Geschichten dahinter. Mehr Infos zur Meisterprüfung und Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz unter hwk-bildung.de.